Herzlich willkommen, liebe Zuschauerin, zu unserer neuesten Folge unserer Frauensendung Mission Frau. Heute tauchen wir in die faszinierende Welt der Buchkunst mit Geschmack ein. Und wir haben eine ganz tolle Gastgeberin hier bei mir, bei Mission Frau, Marthe Ort. Marthe Ort ist nicht nur leidenschaftliche Buchhändlerin, sondern auch Mitgründerin der renommierten Buchhandlung Blattgold. Aber diesen Weg hat sie nicht alleine gemacht. Jetzt denken viele, hat sie bestimmt männliche Unterstützung gesagt. Nein, mit Nina Jades sind es zwei Frauen, die eine Buchhandlung in Hamburg gegründet haben. Aber Marthe ist nicht nur Buchhändlerin, sondern sie lebt und liebt einfach Bücher. Egal, wo sie unterwegs ist, sie hat immer ein Buch in der Tasche, auch wenn sie mit dem Fahrrad von A nach B fährt. Herzlich willkommen somit zur Mission Frau und herzlich willkommen, Marthe. Hallo, danke für die Einladung. Ich danke dir. Ja, Bücher, wir kennen sie von klein auf, wurden uns immer auch vorgelesen von unseren Eltern. Was bei dir auch so, hast du früh gemerkt, die Leidenschaft zu Büchern? Ja, also ich habe sowieso schon als Kind immer gerne gelesen, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich einfach aus einer sehr, sehr buchaffinen Familie kam. Und das sowieso immer Thema war oder mein Vater in einem Kinderbuchverlag gearbeitet hat. Aber letzten Endes bin ich durch Zufall an diesen Beruf geraten. Also ich habe Germanistik studiert. Ich war eigentlich auch so nach der Schule total lost, was ich eigentlich machen will. Hatte eigentlich so 1000 Ideen, aber keine Ahnung. Und dann bin ich mehr oder weniger, ja, irgendwie durch Ausprobieren und Gucken und durch den Hinweis von einer Freundin darauf gekommen, dass es ja diesen Ausbildungsberuf zur Buchhändlerin gibt. Und dann habe ich mich halt um einen Ausbildungsplatz bemüht. Und da bist du dann auch geblieben und hast gemerkt, das ist wirklich deine Berufung? Ich habe es jahrelang nicht mehr gemacht, weil ich es auch so ein bisschen satt hatte. Aber es blieb halt immer Thema, weil ich gemerkt habe, auch so in allen Gesprächen immer so, oh ja, dazu gibt es ein Buch, ich habe da mal was gelesen. Oder der Film erinnert mich irgendwie an ein Buch. Und ja, und dann war es eigentlich irgendwann klar, dass wenn ich wieder zurück in den Buchhandel gehe, ich das nur mit einer eigenen Buchhandlung machen kann und möchte. Und diesen Weg hast du ja umgesetzt, zusammen mit Nina Jades. Genau. Wie schwer war es? Wir haben Jahre dafür gebraucht, muss ich sagen. Also das ist eigentlich fast schon wirklich so eine, mal von vorne. Das hat so eine Zeit gedauert. Also Nina und ich, muss man dazu sagen, wir wurden einander, sozusagen, miteinander verkuppelt durch eine gemeinsame Freundin. Ja, und dann kam aber halt noch so das ganze Leben irgendwie so dazwischen. Ich war noch für ein berufliches Projekt in Berlin. Nina hat zwischendrin auch noch eine Familie gegründet und ein Kind großgezogen. Und dann war es eigentlich, haben wir immer so kontinuierlich dran rumgeträumt und geplant und gemacht, bis es dann halt irgendwann klar war, okay, jetzt müssen wir das umsetzen, jetzt oder nie. Und dann haben wir es halt gemacht vor 2 Jahren. Und wie lange hat dieser Weg jetzt gedauert? Oh, ich glaube, sind ja wahrscheinlich 8, 9 Jahre werden es jetzt gewesen sein. Und, also, nein, also jetzt, ja, 6, 7 Jahre. Also doch so lang. Ja, aber wir hatten ja auch beide noch andere Jobs. Nina, wie gesagt, wir hat ein Kind großgezogen. Das ist ja so, dass das ganze Leben ja trotzdem drumherum passiert und andere Sachen noch passieren. Dass man da gar nicht so total fokussiert nur an dieses eine Projekt angehen kann, weil irgendwie die Miete will ja auch weiterhin gezahlt werden. Wir hatten beide ja auch noch andere Jobs und so. Aber alle Achtung, also ich ziehe meinen Hut, weil es ist auch eine Menge Mut, nicht nur in die Selbstständigkeit zu gehen, auch wenn man Familie hat, sondern auch gerade in unserer Branche Buch, weil das E-Book hat ja doch vieles abgelöst. Es gibt schon bestehende Großbuchhandelketten, aber auch kleine. Ihr habt euch nicht abschrecken lassen. Nee, weil eigentlich der Trend eben einfach auch zeigt, dass eigentlich diese großen Buchkaufhäuser, die braucht niemand mehr. Da kann man genauso gut im Netz stöbern. Der Trend geht halt zurück zu sehr kleinen, InhaberInnen geführten Buchhandlungen im Kiez, die halt nicht die ganze Bandbreite da haben, sondern ein selektiertes, kuratiertes, schönes Programm, wo man gar nicht erst so diese Reizüberflutung erlebt. Und von daher irgendwie war das eben halt auch unser Konzept, von Anfang an die Räumlichkeiten so klein wie möglich zu halten. Welches Konzept steht hinter Blattgold? Blattgold, das ist sozusagen die Idee Lesefutter für alle Lebenslagen und halt wirklich mit einem roten Faden, der zu erkennen ist. Also das sind einfach Bücher, die Nina und ich lieben oder die wir gerne lesen würden, wenn wir mehr Zeit hätten. Also es ist immer eine persönliche Handschrift irgendwie da zu entdecken.
Nee, das stelle ich mir im Buchhandel ja mehr vor als 2, 3 Bücher. Mhm. Liest ihr wirklich jedes Buch? Also ihr kennt jedes Buch, was ihr bei euch habt? Ja, also nicht, dass wir alle wirklich komplett von der ersten bis zur Seite, nicht, dass wir irgendwie alle Bücher von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen hätten, das nicht. Oder auch, also, aber nicht bei allen. Aber nee, das ist schon, dass wir, also ich lese so pro Woche, ich muss sagen, ich bin ganz schlimm da drin, ich scanne Bücher durch, da schaffe ich so 4, 5 pro Woche. Und dann muss ich mich manchmal auch wirklich wieder dazu zwingen, sozusagen mit Leidenschaft und nur so für mich zu lesen. Und ansonsten ist es natürlich auch viel, was irgendwie unsere FreundInnen oder Familien gelesen haben. Den vertrauen wir dann da auch. Also, und ansonsten muss man sagen, das ist halt hier in der deutschen Buchbranche echt sehr, sehr schön und gut aufgestellt. Also es gibt einfach auch sehr engagierte und kluge und kritische Menschen, die sozusagen diese Verlagsvertretung übernehmen und einen da auch so ein bisschen beraten beim Büchereinkauf und auch mal sagen so, ah, probier mal das aus, das vielleicht passt bei euch am Standort eher nicht. Und das ist auch, muss ich sagen, eine sehr schöne Zusammenarbeit. Hast du über die Jahre, oder jetzt habt ihr seit 2 Jahren ja jetzt den Buchhandel Blattgold, habt ihr da auch irgendwie einen Wechsel gemerkt, was so diese Buchkunst angeht? Also, nee. Also ich glaube, wir hatten einfach das große Glück, dass wir mitten in Corona aufgemacht haben und die Leute sowieso Bock hatten auf Bücher und irgendwie auf einen anderen Input. Und auch so dieses ganze E-Book-Thema betrifft uns überhaupt nicht. Also die Leute kommen, um gedruckte Bücher zu haben, um gedruckte, schöne Bücher zu haben aus diversen Verlagen, aus kleinen, unabhängigen Verlagen. Halt nicht so diesen üblichen Mainstream mit Nordsee-Krimis und irgendwie Mann trifft Frau und das geht da nicht gut, weil es gibt ja noch so viele andere Geschichten zu erzählen. Welche Bücher schaffen es denn zu euch? Bücher, die uns überzeugen. Also bei mir ist es ganz oft eben, wenn nicht dieses klassische Narrativ verwendet wird. Also dass ich dieses Love Stories, muss ich ganz ehrlich sagen, langweilen mich. Also mich langweilen Bücher auch, wo ich das Konzept oder den Plot dahinter sofort durchschaue. Es müssen einfach Bücher sein, die Spaß machen. Es kommt ja auch immer drauf an, soll ein Buch Spaß machen? Soll ein Buch einen vielleicht runterholen nach einem stressigen Abend? Will man drin eintauchen? Und das ist auch so das, was wir im Gespräch mit unseren KundInnen versuchen, so rauszuhören. Ne? In welche Richtung soll es denn gehen? Und da eben dann gucken, dass wir sozusagen in verschiedenen Sachen halt eine Auswahl vorrätig haben. Also arbeitet ihr sehr eng mit euren Kunden, KundInnen? Ja, natürlich. Also ich vergleiche das scherzweise auch immer mit einem Arztbesuch, mit einem Anamnesebogen, wo man halt guckt, wie ist die Lesegeschichte bisher. Was hat gefallen, was nicht? Kann man es vielleicht überhaupt auch benennen, was einem nicht gefällt? Es gibt ja ganz viele Leute, die schrecken vor Kurzgeschichten ab. Und sowas halt zu wissen, oder? Ne? Oder dass man eher irgendwie nachts im Bett liest, wenn man nicht schlafen kann. Und so. Das müsste man halt gucken, ob das, ne? Wie das Schriftbild ist oder wie die Typo gestaltet ist. Und es macht mir persönlich einfach dann wahnsinnigen Spaß, mit solchen Fragen das halt herauszufinden und dann gemeinsam zu schauen, welches Buch es werden kann. Euch zeichnet ja auch aus, dass ihr nicht nur eine renommierte Buchhandlung seid, sondern ihr macht ja auch mehr als nur das Bücher verkaufen. Was kann man bei euch noch alles erleben? Ja, also ich würde übrigens sagen, renommiert, das klingt so, als seien wir alt eingesessen. Wir sind halt echt irgendwie wahrscheinlich die jüngste Buchhandlung Hamburgs. Aber trotzdem, es ist immer eine Kunst. Ich glaube, wir haben schon, das klingt jetzt ein bisschen nach Eigenlob, sorry, aber ich glaube, wir haben schon in den 2 Jahren ordentlich was geleistet. Ja, aber vor allem, du hast mir ja auch erzählt, ihr hattet es nicht einfach. Ihr wart 2 Frauen, die was gegründet haben. Und da war nicht mal, dass die Schlange standen mit Kredit. Also nee, hier hast du das waren so die Hindernisse oder so auch die Desillusionierung. Aber ansonsten ist es halt, ich glaube, wir waren einfach so engstirnig oder so darauf fokussiert, dass wir das jetzt machen, dass wir uns da haben nicht von abschrecken lassen von irgendwelchen Bankheinis, die uns da irgendwie, an ausgestreckten Arm haben verhungern lassen. Also das klingt jetzt auch wieder so böse. Nee, aber wir machen halt diese Buchhandlung in der Neustadt. Wir wurden super angenommen von der Nachbarschaft. Und jetzt, wo es auch wieder möglich ist und diese ganze Pandemie sich so ein bisschen beruhigt hat und die Leute wieder ein anderes oder andere Sicherheitsbedürfnisse haben, es ist halt einfach schön, dass wir irgendwie Veranstaltungen machen können, dass wir AutorInnen einladen können. Ja, überhaupt, dass man halt sozusagen das Lesen wieder
wieder anders feiern kann. Marthe, ich weiß ja von unserem Vorgespräch, jetzt weiß ich jedoch nicht, ob es Nina gewesen ist oder du. Ihr habt mir erzählt, dass es viele, viele denken, ja, zwei Frauen, 100% die Feministin, da kriege ich nur feministischen Bücher. Und dann kommt man aber rein und viele sind dann sehr überrascht und stehen da fast mit einem offenen Mund. Warum? Ja, ich glaube, oftmals ist so der erste Irritationsmoment, dass wir keine typische Buchhandlung sind. Dass wir nicht so diese klassischen Abteilungen haben, Kochen, Backen, Reise, Liebesschmöker, sondern dass halt einfach alles mehr oder weniger auch viel frontal präsentiert ist. Und das irritiert Menschen, sei es jetzt Männer oder Frauen oftmals, die halt vielleicht andere Buchhandlungen gewöhnt sind. Aber ich glaube, wenn sozusagen die BesucherInnen sich davon nicht irritieren lassen, ist es halt irgendwie das Spannende, halt Bücher zu entdecken, die man halt vielleicht sonst nicht im Buchhandel findet, weil es eben kleine Verlage sind, die eben sonst man wegen jetzt irgendwie in großen Ketten nicht so sehr vertreten sind. Wie wichtig ist es denn auch als selbstständige Frau, Macherin, Gründerin, mit der Zeit zu gehen? Wie wichtig ist jetzt auch, trotz dass ich dieses Buch Real habe, der Onlinehandel für euch? Der ist auf jeden Fall relevant. Also ne, wir haben einen Online-Shop und das alles, aber eben zum Beispiel E-Books sind bei uns überhaupt nicht Thema. Also wir fangen schon immer an zu kichern, wenn wir alle drei Monate mal ein E-Book verkauft haben über unsere Homepage. Und das ist halt einfach auch schön zu sehen, so diesen Trend, dass egal welches Alter, irgendwie ob Ende 20 oder Ende 70, die Leute Lust auf Papier haben, auch auf einen schönen Einband. Also da merke ich auch, Buchgestaltung ist wichtig. Und das ist einfach schön zu sehen, dass wirklich alle Altersgruppen und wirklich so eine bunte Mischung aus der Gesellschaft bei uns einkaufen. Und da geht mir das Herz auf. Als damals das E-Book herauskam, hieß es ja ganz laut, oh, Buchhandel ist tot. Aber im Gegenteil. Kannst du das bestätigen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das war ja ganz oft, dass es immer hieß, oh Gott, wenn Kinder Comics lesen, irgendwie geht das Abendland unter und, ne, und E-Books und Hörbücher waren ja auch schon. Aber es ist, glaube ich, immer die Angst vor Veränderung in dieser Branche oder irgendwie in so einer Form von Bildungselite. Nee, und das ist halt schön zu sehen. Und gerade wenn ich jetzt auch mit jüngeren Leuten mal spreche, ist es halt so, also wir hängen ja alle nonstop eigentlich vorm Bildschirm, sei es irgendwie Smartphone oder so. Und da höre ich halt von vielen, wie schön das ist, halt abends auf so einer stillen Seite Papier mal wieder runterzukommen und sich zu sortieren. Und wenn ich denke, wenn ein Buch das leisten kann und ich da irgendwie zu beitragen kann, sehr, sehr gerne. Ich hatte ja am Anfang erzählt, du liest ja. Du hast immer ein Buch in der Tasche. Ja. Merkst du eigentlich einen Unterschied, wenn es eine Autorin das Buch geschrieben hat oder ein Autor? Es kommt drauf an. Ja, also ganz eindeutig natürlich Sexszenen. Das finde ich einfach, aber das ist vielleicht mein persönliches, wo ich immer denke, also Männer, die weibliche Sexualität darstellen, irgendwie ist zwischen Fremdschämen und auf dem Boden winden. Das merke ich schon. Und ich merke es auch bei Übersetzungen, wenn ein Mann eine Frau übersetzt, habe ich manchmal das Gefühl, dass das nicht so an manchen Stellen nicht so stimmig ist. Aber nee, ansonsten, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur irgendwie Frauen lesen würde oder ne, solche Sachen. Ich bin bemüht, eigentlich sehr divers zu lesen. Ich freue mich sehr, dass endlich auch non-binäre Stimmen laut werden, weil ich glaube, dass es für uns als Gesellschaft sehr, sehr wichtig ist, auch mal irgendwie diese Engstirnigkeit hinter uns zu lassen und halt uns wirklich mal irgendwie offen zu sein für andere Perspektiven und Wahrnehmungen. Weil ich glaube, das konnte Literatur immer gut und sollte sie auch weiterhin leisten dürfen. Kannst du vielleicht uns einen Einblick geben, wie das Verhältnis ist zwischen Autorinnen und Autor, zumindest in Deutschland? Habe ich ehrlich gesagt gar keine Zahlen. Also ich merke es nur bei uns im Laden halt immer, dass wir doch eher tendenziell mehr weibliche Autorinnen haben. Und natürlich gucke ich auch immer irgendwie sowas wie letztes Jahr, als Kim Lorison als non-binäre Person den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Ich habe mich so gefreut. Das sind dann solche Sachen, wo ich dann denke, es ist schön, eben das auch in diesem sehr oftmals konservativen Buchbetrieb, dass da neue Stimmen reinkommen. Ich muss nochmal zurückkommen auf eure Gründung. Welche größte Herausforderung hattet ihr beide zu bewältigen, als ihr Blattgold gegründet habt?
Ja, da waren verschiedenste Faktoren. Also das ist ja erstmal so das Ding, wenn man so jahrelang so einen Traum hat, den Wirklichkeit werden zu lassen. Und dann solche Sachen, ja, wann kündige ich jetzt eigentlich meinen Job? Wie sage ich das irgendwie meinem Chef, meiner Chefin? Dann war das, wir hatten vorher Vorgespräche mit der Bank geführt und dann irgendwie gab es da aber Personalwechsel und auf einmal irgendwie hat das mit der Bank nicht geklappt und wir haben kein Geld bekommen und wir saßen da so, hey, scheiße, was machen wir denn jetzt? Wir haben irgendwie einen Laden angemietet und so und es gab halt kein Zurück mehr. Und das waren so echt so ein paar Momente, wo es echt schwierig war. Und da muss ich sagen, da war es halt einfach super, super gut, das nicht alleine zu machen, sondern eben mit Nina zusammen. Ich glaube, ich hätte auch nie alleine gegründet, weil das echt so viel Aufwand ist und so viel Sachen, die man abwägen muss. Und nee, dann war es halt einfach super, dass, sage ich jetzt mal ganz ehrlich an dieser Stelle, Ninas Mann mit einem Privatkredit eingesprungen ist und uns quasi zur Überbrückung gerettet hat. Wir dann noch von der Hamburger Stiftung Geld bekommen haben. Und ansonsten halt einfach mit, ja, in leidenschaftlicher Selbstausbeutung und mit den letzten Ersparnissen wir das irgendwie auf die Beine gestellt haben. Und jetzt könnt ihr doch glücklich zurückgucken und sagen, wir haben es geschafft. Ja, also es gibt immer noch mal so ein paar Monate, wo einem so ein bisschen die, keine Ahnung, ein bisschen mau wird im Magen. Nein, aber irgendwie, es geht voran. Und ich meine, das ist 2 Jahre und wir wussten nicht, irgendwie, wie lange die Pandemie dauern wird. Wir wussten nicht, irgendwie, dass noch ein Krieg dazukommen wird. Eigentlich auch irgendwie eine Form von Wirtschaftskrise, dass irgendwie, ja, überhaupt sozusagen unser Leben sich so verändern wird und von daher irgendwie läuft das gut und wir sind zuversichtlich und es macht einfach wahnsinnig Spaß und wir kriegen so gutes Feedback, dass wir das auf jeden Fall weitermachen werden. Ich habe euch ja kennengelernt auf eine Veranstaltung, das heißt, ihr unterstützt ja auch lokale Autorinnen und Autor. Ja. Wie weit werdet ihr von denen unterstützt? Ja, das ist das sozusagen, das beruht auf Gegenseitigkeit. Also zum Beispiel hatten wir jetzt im Frühjahr mit Hamburger AutorInnen zusammen so eine kleine Lesebühne initiiert bei uns im Laden, so ein bisschen wie so einen literarischen Salon. Also von daher, ja, ist das eigentlich so ein ganz gutes Miteinander. Man ist vernetzt, man hilft sich gegenseitig aus, man hilft sich mit dem Büchertisch aus oder eben halt, also das ist eigentlich sehr schön, so wie die Szene hier in Hamburg miteinander agiert. Ich kenne es auch von mir zu Hause, man kauft eigentlich mehr Bücher, als man Platz hat. Hast du eigentlich noch einen Tipp, beziehungsweise kann man bei euch Bücher abgeben, die man verschenkt? Oder wohin mit meinen Büchern, wo ich sage, okay, nach dem dritten Lesen ist es wirklich Zeit mal. Dann weißt du immer noch, wer der Mörder ist. Genau, ich weiß immer noch, wer der Mörder ist, bevor ich die erste Seite angefangen habe. Damn. Was mache ich denn mit Büchern, die ich einfach nicht mehr haben möchte? Also, wir haben für uns ein Konzept entwickelt, ich weiß nicht, ob du schon mal was von Hanseatic Help gehört hast. Die Organisation hier in Hamburg, die nicht nur lokal, sondern eben auch zum Beispiel an den Außengrenzen Europas unterwegs sind. Und wir machen das eben zum Beispiel so gebrauchte Bücher oder eben unsere Arbeitsexemplare, die wir nicht mehr benötigen, dass man die sozusagen gegen Spende erwerben kann. Und eben diese Spende geht an Hanseatic Help. Also wenn jemand jetzt irgendwie seine Bücherkisten loswerden möchte und was Gutes tun, wäre das zum Beispiel eine Option. Wie gesagt, bei dem Bücheraustausch merke ich, oder beziehungsweise wenn ich merke, okay, ich brauche einen Platz, ein Buch rein, ein Buch raus, merke ich ja selber, wenn ich in den Buchhandel gehe, es ändert sich ja auch die Themen, die Thementische werden verändert und sonst was, wie du gesagt hast, kriegmäßig, man geht mit der Zeit. Aber gibt es generell einen Trend in der Buchbranche? Ja, also es gibt ja immer so, ich würde sagen, es gibt verschiedene Trends. Also was ich jetzt beim Leseverhalten merke, ist gerade so, also zumindest bei uns im Viertel in der Hood, so diese Sehnsucht nach Eskapismus. So ja, nicht zu viel ernste Sachen, sondern irgendwie, ne, was ein schönes, leichtfüßiges, besonderes Setting. Aber ansonsten, klar, also auch in den Romanen, die großen Themen Identität, Herkunft, oder überhaupt eben auch Migrationserfahrung. Das sind schon auch Themen, die eben jetzt literarisch aufgearbeitet werden. Und ich finde, da gibt es so viel zu entdecken. Also da kann ich nur von mir sagen, eben als sozusagen Tochter aus privilegierten westdeutschen Haus, finde ich es dann interessant, einfach mal andere Stimmen zu hören und
mir wieder eben dadurch bewusst zu werden, was für ein Glück ich hatte, in einer Familie aufzuwachsen, wo es halt immer stapelweise Bücher zum Beispiel gab. Auch der Buchtrend ist ja in den Kinderbüchern zu sehen. Ne? Mhm. Ich konnte mich auch einmal überzeugen. Ich war einmal bei euch im Laden und da warst du diejenige, die mich ja auf ein Buch sehr hingewiesen hat, wo ich gedacht habe, ja, vor 35 Jahren hätte ich mir das nicht vorstellen können. Ja, also das ist eben halt auch schön, dass auch die Diversität im Kinderbuch angekommen ist. Und das macht Spaß, finde ich wichtig. Und eben auch da, aber eben auch so leichtfüßig ranzugehen und nicht so didaktisch mit dem Zeigefinger, sondern einfach Kindern Lebensrealitäten zeigen und sie dabei auch ernst nehmen. Oder auch einfach witzige Bücher, die mal nicht belehrend sind. Also ich finde also diese ganze Bandbreite, das finde ich einfach total spannend. Ist das euch wichtig bei der Auswahl, gerade bei Kinderbüchern? Bei Kinderbüchern ja, dass es eben halt vielfältig ist eben und auch vielleicht nicht so in die Stereotypen abdriftet, sondern dass es eben sozusagen irgendwie den Blick öffnet, weil ich meine irgendwie Toleranz, Vielfalt und Neugierde, es fängt im Kinderzimmer an und da sollte man sozusagen auch den Grundstein dafür legen. Auch im Kinderzimmer fängt ja an, um an unsere Zukunft zu glauben, Nachhaltigkeit, Klima. Wie setzt ihr die Nachhaltigkeit bei euch im Laden um? Also wir haben das große Glück, das ist aber auch im Buchhandel schon lange so, dass wir die Buchpakete in so Mehrwegwannen bekommen. Das heißt, wir haben gar nicht mal so viele Kartonagen oder solche Sachen. Die Kartonagen, die wir haben, verwenden wir wieder. Also auch gerne in der Nachbarschaft, wenn jemand halt ein Paket verschicken möchte, sage ich mir so, ich gucke mal eben hinten im Lager. Und aber auch ansonsten gucken wir halt auch bei den Sachen, die wir sonst jenseits der Bücher, also wir haben noch so ein bisschen schön bucherfin Schnickschnack und ein paar Geschenkartikel und so. Und da gucken wir einfach, dass es nicht zu krass in Plastik eingepackt ist. Oder wenn wir schöne Stifte haben, dass zum Beispiel die Mine austauschbar ist. Das sind so für uns so die kleinen selbstverständlichen Dinge, ohne dass wir da jetzt so einen riesen Bohai draus machen. Aber wo ihr ja dann halt schon an morgen denkt. Ja, nee, natürlich, weil irgendwie... Ist es eigentlich immer schon mal vorgekommen, dass jemand zu euch kam und hat gesagt, so, ich habe da was in meinem Schreibtischschublade liegen, ein Skript eines Buches. Kannst du mir eine Empfehlung geben? Und wenn ja, welche würdest du dann entgeben? Nee, es ist noch nicht passiert. Es ist eben halt, würde ich auch sagen, es kommt ja immer ganz drauf an, weil eben auch die Verlagslandschaft ist ganz unterschiedlich. Und... Nee, da kann ich eigentlich gar nicht so einen Typ geben, weil wie gesagt, wir sind dann eher so sozusagen für die fertigen Sachen zuständig. Und klar, man kennt Verlage oder man kennt LektorInnen, aber da habe ich auch gar nicht, oder da haben wir gar nicht so die Expertise. Aber würdest du aufgrund deiner Erfahrungen sagen, definitiv lohnt es sich noch, beziehungsweise ist es, kann man es probieren, ein Buch rauszubringen? Puh, nee, da habe ich echt keine Erfahrungswerte, also... Das dann wahrscheinlich einfach versuchen, mal bei den Größeren, bei den Kleineren mal anfragen. Das ist schwierig. Nee, das ist echt auch ein sehr, sehr heikles Thema. Das ist auch so mit Self-Publishing und so. Nee, da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Nee. Jetzt interessiert mich natürlich noch, nachdem du so viel erzählt hast, wie ihr eure Bücher aussucht für Blattgold, welche Bücher es in euren Laden schaffen. Was liest Marthe privat? viel. Ich habe natürlich auch das typische Berufskrankheit, stapelweise Bücher am Bett, irgendwie das Glas Wasser und die Knieschiene finden kaum mehr Platz, geschweige denn das Telefon. Nee, ich eigentlich auch das, was sich im Laden wiederfindet und das ist halt, finde ich, auch das Schöne. Also, dass ich so, ich würde sagen, ich bin eher so die für die kruden Sachen, für die schlechte Laune zuständig. Und das ist halt auch das Schöne so mit der Schnittmenge an Nina. Also das irgendwie, ich habe dann meinetwegen, ich bin großer Thomas Bernhard-Fan und Nina bringt dann so ein bisschen Fantasy-Aspekte mit rein. Und das, finde ich, macht halt diesen Laden aus, dass wir irgendwie, dass man eben so eine persönliche Handschrift sieht. Und ich natürlich da auch immer gucke, was gibt es, was noch so in die Richtung geht. Aber natürlich lasse ich mich einfach auch gerne überraschen und guck einfach in alles rein, was interessant klingt.
Bist du eine Leserin, die zeitgleich 2, 3 Bücher lesen kann? 3, 4, 5. Geht das wirklich? Ja, und manchmal muss ich dann wieder zurückblenden. Okay, in welchem Buch bin ich jetzt, in welcher Handlung? Und ich bin auch total schlecht. Ich kann mir auch immer den Namen von einem ProtagonistInnen nie merken. Also ich hatte es eine Zeit lang, dass ich mir wirklich bei jedem Buch Notizen gemacht habe, damit ich das nicht verwechsel. Gerade bei so Familienepos oder so, wo ich mir... Jetzt haben wir bald wieder Weihnachten. Mhm. Der Klassiker ist ja doch immer, entweder die Socken oder ein Buch landet unterm Weihnachtsbaum. Mit welchem Buch oder mit welcher Richtung kann ich nie was falsch machen? Hast du da einen Tipp? Es kommt drauf an. Klar, es gibt die große Sparte der Geschenkbücher, oder Lesebücher. Nein, aber das würde ich nicht so verallgemeinern. Also es ist ja immer die Sache, wenn man irgendwie einen spannenden Roman haben, ein kluges Sachbuch oder irgendwie vielleicht ein schönes, außergewöhnliches Kochbuch. Es gibt zum Beispiel ein sehr schönes Kochbuch für nachhaltiges Weihnachten, wo dann Rezepte sind, was man mit Tannennadeln so anstellen kann. Das wäre zum Beispiel eine Empfehlung. Also wenn man zu euch kommt in den Buchhandel, dann doch mal die eine oder andere Information mitbringen von den Geschenkten. Ja, oder sich halt, oder muss man gar nicht, oder wir können das ja gemeinsam im Gespräch sozusagen erarbeiten. Also ich meine, dafür lesen wir die ganzen Bücher und überlegen uns, ne, für wen könnte das Buch passen. Und von daher, ich erlebe es auch manchmal, dass sich Leute oder KundInnen fast dafür schämen. So, jetzt haben sie mir so viele Bücher vorgestellt und sich so viel Zeit genommen. Wo ich aber denke, ja, aber das mache ich gerne. Also dafür mache ich den ganzen Quatsch. Ja. Und ich mache das aus Leidenschaft und Überzeugung, weil ich finde es halt einfach auch spannend, mit einer Person zusammen halt zu gucken, was könnte passen oder in welche Richtung nicht. Und manchmal ist es ja so, ich glaube, das Cover wird ihn abstoßen und solche Sachen. Und das finde ich einfach total spannend, da gemeinsam sozusagen ein Buch rauszuarbeiten. Das stimmt, davon kann ich ja endlich singen. Ich weiß ja auch, ich war bei euch gewesen und ihr beiden wart so süß und kamt immer parallel mit Büchern an, dass ich so einen Stapel. Ja, Challenge accepted. Also das ist, und dann ist es doch ein Buch geworden, was nicht aus diesem Stapel ist. Ja, aber das ist doch eigentlich genauso schön, wie wenn Leute irgendwie Zeit in einem Laden verbringen und sich inspirieren lassen und auch sich die Zeit nehmen und nicht denken, ich muss jetzt aber hier in 5 Minuten hier wieder raus oder sonst sieht das komisch aus, wenn ich jetzt hier alles anfasse, wo ich sage, nee. Also ich meine, unsere Buchhandlung soll wie so ein Wohnzimmer sein, wo man gerne ist und wo man sich halt auch austauscht und so Gespräche, also wie es jetzt zum Beispiel auch in einem Plattenladen so der Fall ist, soll schon auch ein Ort der Begegnung sein. Also das habe ich wirklich auch gespürt. Man hat es gemerkt in euren Gesichtern von dir und von Nina Jades. Ja. Liebe Zuschauerin, das war es schon wieder gewesen. Ich habe dir gesagt, das geht schnell. Vielen, vielen lieben Dank für diesen Einblick in die Buchwelt. Du hast uns da die Augen geöffnet, wie es wirklich aussieht. Vor allem, wie es ist, als Frau einen Buchhandel zu gründen. Ich danke euch vielmals, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, wir waren sehr informativ und der Weg in die nächsten Buchhandlung ist schon geplant. Also ganz lieben Dank an Marthe Ort. Liebe Grüße an Nina Jades, bitte. Werde ich unbedingt ausrichten. Dankeschön. Ich danke dir und das war's mit Mission Frau.